Hey Leute, was geht? Naruto Element hier und heute ist es Sonntag, eigentlich Sonntag. Ich nenne das Video auch Sonntag, aber es ist Multiplayer und warum? Weil ich keine Lust habe auf Zombie-Modus und es ist ja deppert. Wenn ich keine Lust habe und dann irgendwie so da sitze und ja, wir spielen Zombie-Modus und wir starten jetzt und da sind Zombies und ja, das macht keinen Spaß und deswegen spiele ich einfach Multiplayer-Modus. Welche Klassen ich? Okay, startet schon, das ist jetzt. Ist egal, ihr seht es dann hier auf Grand, passt, das ist ja perfekt. Wir starten auf Herrschaft, wir spielen das DLC vielleicht ein bis zwei Runden. Schauen wir mal. Mit der Vektor auf Diamant, Tarnung, was sonst. Und die Texturen, die laden gerade und ja. Das hauen wir mal rein. Zweite Runde ist schon, da werden wir dann noch eine zweite Runde dranhängen. So, Diamant, Tarnung. Ah, hängen blieben. Ich bin hängen blieben, wollte eigentlich. Ah, jetzt haben wir die Kontrolle da drauf gehabt. Hängen blieben, aber das ist mal scheiße, weil ich wollte eigentlich wegflüchten von dem Gegner, aber ist egal. Holen wir uns mal, also wir holen uns nicht B, ich mag schauen, dass ich meine gescheite Score-Streak zusammenklicke. Score-Streak, Score-Streak. Jetzt muss man schon aufpassen im Black Ops, dass man immer, what the fuck, dass man immer Kill-Streak sagt, sondern Score-Streak, weil es sind ja Score-Streaks. So, dann hätte ich jetzt messen können. Eigentlich, aber was legt sich da am Boden? Der Noob. Die holen sich anscheinend da. B, da werden wir auch mitmachen und uns B holen. Und dann nach hinten und dann kommt einer runter mit seiner Todbringerwaffe. Ah, blend, das nervt. Wir haben keine Taktik, also Taktik maßgemacht. Nicht mit. Und deswegen hauen wir uns daher und killen den nochmal. Ich sollte vielleicht Drohne einsetzen und den Todbringer haben wir wieder gekillt, aber der mit dem Todbringer nervt ziemlich. So, was haben wir? Was ist denn da los? Der holt sich der B, der holt sich der. Also, das geht natürlich nicht. Ist da noch die S-Mine? Nein. Er hat eine S-Mine geworfen und die hat dann fast gekillt. So. So, was sind sie? Die holen sich da alle. B in der Mitte. Geh von hinten! Ja, woher kommt denn die? Alter, das ist ein Hacker. Hacker. Wer im Livestream gesehen hat, der weiß, warum da so viele Hacker immer dumm sind. Ha, in die Fresse. Also nicht wirklich in die Fresse, aber wir sagen es einfach einmal, weil es sich cool anhört. Aha, von der Seite. Will er kommen, von der Seite? Der Noob. Wo ist er jetzt hin? Versteckt er sich? Versteckt er sich? Aha, wo ist er denn? Wo ist denn der Noob? Hinten snipern oder was? In die Fresse. Ah, gehen la. Immer nachladen im deppertsten Moment. Immer nachladen. Ich bin immer im deppertsten Moment nachladen. Es halt Spielpause und dann nachladen und dann geht's schon weiter. Aber natürlich mitten im Kampf nachladen. Holen wir uns da C-Flagge, ist da so ein schöner Home. Ich brauche rausscopen. Was ich für Sachen drin habe, also die Vektor, wie ihr gesehen habt, K10, schnelles Magazin, was noch? Laser und da killt uns einer ein schnelles Magazin und was noch? Irgendwas haben wir noch schnell ziehen, perfekt. Bin da gestorben, weil ich davor gelesen habe, was ich da habe und ich bin letzter in der Lobby, das nervt ziemlich. Wie schlecht bin ich eigentlich gerade? Ich bin so schlecht. Aber wenigstens positiv, das ist ja nichts, dass wir uns da nicht einen Dropshot, was bei einem Sniper-Menschen wenig bringt. Ich lade sehr oft nach, deswegen sterbe ich auch sehr oft von dem Nachladekack-Ding. Ich habe die diamantene Waffe. Vielleicht lade ich heute oder morgen noch ein Video von die wichtig kriegt die Waffe hoch. Mit dem Papa. Warte, der mit seinem scheiß Todbringer jetzt kriegt das gleich. Kann eh nix mit seinem Kack-Todbringer da, aber. Und mal umfetzen. Solche Noobs. Nur mehr Noobs in der Lobby, das gibt's noch. Ah, der Dolphin läuft da rein, aber bringt nichts zusammen. Da kommt gleich einer und der ist tot. Weil ich im Nahkampf bin ich echt schlecht, weil immer wenn ich nachlade, so deppert und dann kommen da Zähne auf her auf einmal und das gibt's ja nicht. Aha, aha, ein Sniperer mit einer Skorpion, aha, aha. Ja, jetzt kommen da wieder 20 Leute um die Ecken, das gibt's ja nicht. Allein bringen's nichts zusammen, oder wenn man nachladet, oder mit ohne Todbringer, ha! Fick dich. Oh ja, es gibt's ja nicht, stellt sie wieder hinter die Wand. So. Sollten wir wieder runterkommen da von unserer Aufregerei da. Ah,
Aha, Todbringer. Alter, was gibt's denn, der mit seinen Kack-Todbringer soll sich schleichen aus der Lobby? Trottel ist der. Alter, was gibt's echt? In die Fresse. So sind's noch die ganzen Noobs. Ja, doppelt nachladen und die Runde ist aus. Schlechte Runde erst. Haben wir irgendwas überhaupt zusammengebracht von den Score-Streaks? Na, oder? Und da haben wir in der Killcam einen White Boy 7 Street Nachmacher mit seiner Gold. Klaren Emblem. Wieder mal eine schlechte Runde. Aber wenigstens positiv gewesen. Drei Oberrangen, drei Verteidigten. Nein, das geht ja noch. Schau, dass ich jetzt die Klasse nochmal, die ich verwendet habe. Ja, super, hörst. Ja. Hoffentlich kommt nochmal. Ist das Grind gewesen? Ja, hoffentlich nochmal Grind dran, weil. Ja, Grind. Und ich zeige euch mal, was wir da drin haben. Das sind die ganzen Klassen, die ich Gold machen wollte. Also, die ich schon habe, eigentlich Gold gemacht, aber. Welche Klasse verwendet ihr? Ich verwende mit Laserpointer schnell ziehen und Magazin und da die ganzen Perks halt. Ich habe keine Dinge drin, weil ich da meistens gestorben bin, wenn ich einen eingesetzt habe. Deswegen. Alter Scheiße. Emblem und so. Ich habe es nicht Prestige, die Waffe. Ich will, weiß nicht. Ich Prestige irgendwann später. Ja, da die zwei Dinger, Spezialdinger habe ich auch dann. Da schauen wir mal, welche da in der Lobby ist. Ah, aha. Ist es nicht eine vom neuen Film? Wie heißt der? Ist ja egal. Da haben wir es, hat der Karriere voll. Nubiger. Der dein cool ist, der von Spider-Man. Schau, was der da drin. Aha, aha, ein skrupellos, das habe ich auch. Ultra-Abschuss, nicht schlecht, nicht schlecht. What the? FMG, was hat der da stehen? Das ist ein Hacker sicher. FMG minus 2. Minus 2, 1. What the fuck ist das? Was ist das? Wenn ihr es wisst, was der da hat mit seinen Waffen, dann schreibt es in die Kommentare. Ist wahrscheinlich ein Hacker oder Cheater oder keine Ahnung, oder Glitcher oder Nuba oder Grenade. Wie hat denn der geheißen? Der Super, jetzt weiß ich nicht mehr, wer heißt. Der Gescheiß. Ich schaue ihn dann an im späteren Video. Da holen wir uns mal A für 50 Punkte. Schaut mal, okay, jetzt passt, ich könnt's vergessen, ist egal gewesen. So, ich sitze dem mit Deppert für Let's Play da. Das ist da irgendwie komisch. So, ersten Kill, zweiten Kill. So geht das, gleich am Anfang da reinhauen, reinbratzen in die Gegner. Der kommt meistens einer urfrüh und killt mich dann von hinten, weil ich mich schon freue. Aha, da ist Hammer. Da sterbe ich meistens, wenn ich da hinlaufe und tut der Finger im Weg, keine Ahnung warum. Da kommt einer, da ist einer kommen. Ha, in die Fresse und wir haben Drohne, in die Fresse, direkt in die Fresse. So, da holt sich einer um. B. Also nicht B, sorry, A natürlich. Jetzt habe ich rausgehobt, unabsichtlich und in die Fresse. Aha, und wieder mal in die Fresse. Ich camp da, hab da ein bisschen camp. Blut, mein Stück. Da hat's gerade einen roten Punkt an. Scheiß Camper in der Lobby, da nur kack Camper in der Lobby. Ah. So, schau. Ah, okay. Das gibt's nicht. Mit seinem kack Friedensstifter da, deswegen spielt auch Black Ops, weil er Frieden stiften will, ganz sicher. Ganz sicher. Eine Vergeltung haben wir da gleich gemacht. Aha, da schaut er mit seinem Peacekeeper SMG aka Sturmgewehr. Aha, da hat er seine Shock Charge hergeworfen, weil er campt wahrscheinlich um die Ecke. Hey, ich kann campen und gammeln in der Ecke. Ja. So, da ist einer killed worden. Da werden wir gleich. Vergeltung! Aha, Angreifer erledigt. So, hocken wir uns dann die Ecke. Da schaut der Noob. Fast wieder Drohne gehabt, ist das nicht toll gehabt? Drohne, müsst ihr euch mal vorstellen. Drohne. So schlecht. Zuerst im Orbital und dann loadst du mich halt eine Runde. Zuerst haben sie mich verarscht in einer Runde. Ich camp so die ganze Zeit. Also nicht campen, sondern ich bleibe in seinem Bereich die ganze Zeit, kill ein paar Leute. Hab Loads dann gerade gekriegt. Denken wir so, in der zweiten Runde bei Herrschaft gibt es jetzt zwei Runden. Denken wir so, das ist ziemlich laut, das Knacken wahrscheinlich, aber sorry für das, das ist der Controller. Und denken wir so, das ist mal raus, also Shock Charge, da denken wir so. Setze ich mal in der zweiten Runde ein, weil das Verschwendung war nur mit 30 Sekunden oder so die ganze Runde. Das wäre Verschwendung gewesen vom Loadstar.
Und ich habe halt Lodestar und Orbital Satellit gehabt, beides. Und Orbital war schon drinnen und Lodestar habe ich noch so auf Lager gehabt halt. Und dann also will ich ihn einsetzen, also in der zweiten Runde will ich ihn einsetzen, was eigentlich für ein Charakter. Hunter Killer, okay. Ja, wo war ich gerade? Ach so, bei dem Geschichte war ich gerade. Was rede ich eigentlich für ein Caster zusammen, ja. Und dann steht Feindaufgabe in 20 Sekunden. Ah, super, super. Lodestar noch nicht eingesetzt. Freue mich so. Haha, Lodestar. Bratze ich den ins Gesicht dann in der zweiten Runde? Natürlich nicht, weil wieder. Kack-Feindaufgabe sind, weil die Feinde weg sind, weil sie sich geschlichen haben, die Feinde. Angst liegt wahrscheinlich vor meinen Lodestar. Ah, oh, und der kommt da raus, der kommt da raus. Assist haben wir da gehabt. Ja, und dann habe ich ihn nicht einsetzen können, weil die Feinde weg waren. Haben sich geschlichen, die Feinde. Geschlichen haben sie sich, die Feinde. Auf jeden Fall war das ziemlich scheiße. Und ich spiele gerade urschlecht. Ich setze mich ein bisschen weiter weg. Also, schauen wir mal. Was man da zusammenbringen. Sorry für das Schlechte, aber irgendwie da reden und da Unterhaltung für die Zuseher da versuchen und da gleichzeitig zu reden und Let's Playen. Ist ein bisschen schwer, aber halt. Ja. Eigentlich mit Papa Dragon wollte ich es machen, weil der ist irgendwie nicht auftaucht und Angst kriegt. Angst kriegt hat er. Vorher war. Ja, hier ist ein Sniper, Camper da wieder. Doppelabschuss, Triple Kill, Drohnen, ja, fies. So. Aha, da holen sie sich C, da holen sie sich C. Haben sie sich doch traut, schließlich zum Schluss C zu holen. Aha, C4, anderes können es nicht, oder wie? Was anderes können es nicht? Holt man an die Ecke. Aha, in die Fresse, du Sniper. Alter, ihr da Noob da hinten mit seiner Cap 40 oder was auch immer, interessiert mich gerade nicht, welche Waffe. Auf jeden Fall ein Noob. Ja, hüpft er, bringt er trotzdem nichts. Hüpfen kann er, aber bringen kann er nichts. Also, zusammenbringen tut er nichts. Ich bring da auch nichts gerade zusammen, aber irgendwie hinlegen bringe ich zusammen, oder? Geh, von hinten mit seiner Deppert, welche Waffe hat er denn? What the fuck? Er hat mich killt mit einer Cap 40 oder so, schießt du mit einer LMG? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Jetzt frage ich dich. Ah, passt wieder, ich in der Kill käme. So, da killt man Sniper Noob mit der Diamantenen gegen eine Goldene. Natürlich gewinnt Diamant. Was sonst? Hälfte von 50, wir werden noch vielleicht diese Woche noch Prestige ein. So, schauen wir, was wir zusammenbringen. Jetzt diese Runde, ich mag mindestens Orbital-Satellit sehen. Orbital-Satellit, aha, Orbital. So, hauen wir uns da nach hinten und versuchen hinter die Feinde zu kommen. Ich hoffe, das Mikro ist aufgedreht. Ja, Mikro ist aufgedreht. Der holt sich da Vorräte. Aha. Die werden einen gleich fladern. Das Klicken vom Controller ist sicher sehr laut danach, aber hoffentlich nicht so laut, dass man mich noch hört, wollte ich sagen. Weil ich spiele mit Scruff Gaming. Aha, da liegt er. Da liegt er, denkt, er kann irgendwas, aber anscheinend kann er dann doch wieder nicht. Ah, was hüpfe ich da um und um? Was führe ich da auf eigentlich? Hupf da auf und aus. Ah, ein Skateboard mit grünen Reifen. Aha. So, zu die Feinde, immer auf die Feinde zurennen. So, wo sind sie? Angst kriegt, alle weg, flutschen weg, ja, vielen. So, holen wir uns auch davor, weil wir holen uns auch. So. So, rennen wir wieder weiter. Aha, der Sniper Noob, haha, voll in die Fresse. Liegen kannst, aha, aha. Liegt um und um. Gibt's nicht. Das gibt's nicht. Immer wenn man irgendwie sich freut oder so, dann kommt irgendein Noob dahergeschlichen und hielt dich mit seiner Vektor. Aber die nicht Diamant ist, weil er nichts zusammenbringt in seinem Leben da. Von COD. Holt euch die Flagge! Ja, holt es euch einfach. Wurscht Gott. So, rennen wir in die Gegner hinein. In die Fresse. Achso, da war kein. Ich hätte gedacht, da war ein Feind. In die Fresse, in die Fresse. Da campen sie alle beim Fenster, beim Kackfenster, was irgendwie in einem Raum drinnen ist, was sehr unnötig ist. Haha. Was ist denn da oben? Tarnhelle noch. Was ist das? Ist das der Tarnhelle? Oder Vorräte, Drop. Ein Drop. Ah, ich hab Drohne. Call.
Tot. Tot. Ja, tot meine ich. Was rede ich für ein Kackzahn da? Aha, der Noob da unten mit 0 Prestige. X gegen 0 Prestige, aber ich meine nur. Ich meine nur. Sein nach Weihnachts-Noob sicher. In die Fre. Wow, siehst du, was soll das? Ein Tarnhelle der Luft abschießen. Sicher haben sie ein Tarnhelle. Ganz sicher. Noobs da. So, 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 haben wir uns darunter. Aha, wie heißt denn der? Phoenix, Druide. Ist ein Star Wars Druide, aha, aha, aha. So, für dich ist der Tarnhelikopter von die Gegner schon herunten. Aha, du killst mich da nicht, du killst mich. Ey, der killt mich. Traut sich das? Der traut sich da nicht zu killen. So. Vielleicht wenn sich ein Byte sagt, Noob, der da, der kann, bringt nichts zusammen bei COD. Dann sage ich euch, versucht's einmal zum Reden und die Leute zu unterhalten versuchen und nicht zu campen in der Ecke und vergammeln und dabei zu reden und dann noch Let's Playen, während ihr komisch irgendwie da sitzt, dass das Mikrofon euch aufnimmt. Ja, versucht das einmal. Dann schickt's mir das Video, dann will ich sehen, wie sie spielt. Und kein nachkommentiertes, sondern ein Live-Let's Play. Das will ich mal sehen, Leute. Wenn jetzt irgendeiner sagt, du Noob, du. Donato. Ja, und dann braucht es noch eine Diamantwaffe natürlich, sonst zählt das natürlich nicht. Gescheißen, warum renne ich da raus? Warum bin ich da rausgerannt? Das verstehe ich. Und aus ist die Runde. Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Wir wechseln mal kurz rüber zum anderen Bildschirm und schauen, wie lange aufnehmen. 17 Minuten. Haben wir noch eine Runde rein? Was ist da los? Ich kann nicht mehr zurückwechseln. Ich spiele nicht am Computerbildschirm und deswegen. Ich sehe gerade schon nur schwarz. So, jetzt passt. Aha. Gar nicht so schlecht jetzt eigentlich. Gar nicht so schlecht. Ja. So, die Runde ist aus. Und ich spiele noch eine kurze Runde. Eine kurze Runde können wir ja einbauen. Aber spielen wir dann eine kurze Runde. Eine kurze Runde. Scharfschütze. Hordels. 9er KD, nicht schlecht. Also sehr schlecht eigentlich. Da seht ihr meine ganzen States. Ich bin sehr schlecht, mit skrupellos bin ich eigentlich sehr schlecht. Aber ja. 4 Tage gespielt, Leute, das sag ich. Ich sag's euch. KD von 9, ich weiß nicht, ob das so schlecht ist jetzt, keine Ahnung. Aber ich war früher urschlecht immer. Kommt, tut sich irgendwas rein, ich will einfach zocken. Irgendeine Runde einfach rein. Lobby Bestenliste, wer ist denn ganz oben? Wer ist ganz oben? Ich nicht. Gescheißen. Abschüsse habe ich viel mehr als dein Hub da oben. Wie kann man sein ganzer Spieler? Na, das wollte ich nicht sein. Aha, auch ein Skrupellos. Der Noob. Der Noob. Ja, schau mal, unsere Ding, was wir dir da einhauen können. Was wollten wir denn schauen? Da schauen wir da gleich. Medaillen, skrupellos, gnadenlos, blutrünstig. Ja. Downhill, die Map hasse ich sowas von. Sowas von. Kackgondeln da fahren mich um. Ich sag's euch. Ich glaube eins vor Orbit oder Orbitalsatellit oder so ein Kack. Vor irgendeiner Killstreak halt auf jeden Fall. Höher als Orbital, vielleicht auch schon, lohnt's da gleich nicht. Aber Orbital, eins vor Orbital und dann kommt die Kackgondel und glaubt, sie kann mich da umfahren. Die Kackgondel glaubt wirklich, sie kann mich da umfahren. Und der Noob da versucht mich da zum Killen. Kacknoobs da in der Lobby wieder. Hacker oder was? Hacker oder was? Die im Livestream angeschaut haben, wissen, warum ich da Hacker schreie. Ich glaube, die wissen es wirklich, warum ich da Hacker schreie. Kommt der gleich bei der Tür rein, bei der Tür, Alter, der, wie wird der gerade geschossen? Der hat irgendwie jemand umgeschlagen mit seinen Waffen, so. War ja, sorry Leute, aber da stickt man. Der hat den Schaß lassen in der Lobby, der eine da vor uns da. Boah, da stickt man gleich. Hat man da einmal nicht die Taktikmaske dabei, dann stickt man da gleich. Ist das auch. Von hinten, was glaubt die? Ich hab nicht mal gewusst, welche Waffe. Gondel, Überquerung, so. Ja, passt. Immer links und rechts schauen, wisst schon, kleine Kinder. Wir über der Straße überqueren, schaut man dabei Call of Duty immer. Rechts und links. Der Noob läuft auf nicht zu, der glaubt irgendwas, der.
Roffel gehabt oder. In die Fresse, aber wirklich in die Fresse. Wortwörtlich in die Fresse. In die Fresse. So. Ah! Wollte ich gerade sagen, da hüpft sicher gleich irgendein Noob rein. Und was ist passiert? Der ist reingekupft, der Noob. So, Hauscamper-Reiter. Genau, jetzt Waffenwechsel. Ja, von der Seite, von der Seite! Das gibt's nicht. Das regt nur auf das Spiel. Das Spiel, dieses Spiel regt einen Menschen nur seelisch und körperlich auf. Nur seelisch, körperlich auch ein bisschen, aber das ist ein scheiß, das Spiel. Ja. Stirb, stirb, double kill, in die Fresse, ha, 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 so geht das, ha, 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 voilà. Kann man schon deppert lachen bei so einem Kill, ha, 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 so hinter uns versucht er zu kommen, so geht das, socken da in die Fresse, in your face, so, so, geh scheißen, so ein Noob erst. Mit seiner scheiß FPS Rush ist Schrotflinten, bringt keiner was zusammen, außer die Kacknoobs da in der Lobby. So. Wo sind sie? Hinter uns. Hinter uns, was sonst? Arschkriecher da. Ja, ey, das gibt's ja nicht. Der steht da oben und glaubt, der kann irgendwas, bringt irgendwas zusammen. Dabei rennt er nur da gegen die Wand und kann irgendwie hüpfen, aber bringt trotzdem nichts zusammen. So, hauen wir das neue Magazin rein und schauen mal, was da so abgeht da. Aha, aha, da hauen sich ein paar Noobs rein. Ein paar Noobs stehen da drinnen. Da mach ich nach, ha, in die Fresse. Und neue Waffe, gib mir neue Waffe, ja, gib mir neue Waffe. Geh, ja, jetzt ist Papa Dragon da. Traut er sich trotzdem rein in die, ins Spiel, oder? Am Anfang hat er sich eher nicht traut, aber, ja. Jetzt traut er sich anscheinend doch. Und irgendwie. Ha, Noobs, beide doppelt in die Fresse. So, schauen wir, was da unten so abgeht. Was da unten so abgeht. Was geht da so ab? Die Tastatur vibriert ordentlich da mit Extrembedienung. Da hauen wir rein. Ah, über Gondelüberquerung. Achtung, Gondelüberquerung. In die Fresse wieder mal. Und doppelte Punkte mal. Da kassieren wir alle Punkte ab. Das. Ah. Ja, der ist ja quick. Glaubst du, kann ich nicht da quickscopen? Sicher, no-scopen tun wir die nieder. Indie! Ja, der Hardscoper, Hardscoper! Okay, nein, der ist doch cool. Der hat Kakashi-Emblem. Kakashi! Ja, ja, ich komm her, komm her! Du, hat er sich hingelegt, oder was? Hingelegt hat er sich! Komm her, komm her! Alter, der natürlich versucht er irgendwas, irgendwas zum Zahnbringen in seiner ganzen COD-Karriere. Einen Kill hat er geschafft. Besser gesagt, einen Hardscope. Ha, in die Fresse, du Noob. In die Fresse. In die Fresse. Quickscoperei da in der Lobby. So, SMR, semi-automatische Waffe, die ich gerade abgelesen habe. Hardscope um die Ecke, da kommt anscheinend nicht. Hupf, und der ganze Hammer da in die Fresse geschossen. Immer nur in die Fresse schießen, Leute, merkt euch das. Da könnt ihr die Noobs einfach zusammenfressen. Oder zusammenfetzen. Ist egal, wenn sie in die Fresse schießt, könnt ihr euch nicht mehr zusammenfressen, also könnt ihr direkt Zombie-Modus spielen, weil dann könnt ihr euch nicht aufessen, versteht ihr was ich meine? Na, irgendwie nicht ich. Oh, Level 50 in your face! In your face, Level 50, in your face! 13 Sekunden noch, müssen wir noch einen Kill zusammenbringen. Gondelüberquerung! Hinter mir, Gondel bleibt stehen, stopp! Ah, hinter uns, immer hinten, ja, jetzt passt, GG, good game. 30 zu 13 mal 2 Punkte, 220 und das war's mal wieder. Ich habe euch alle geohnt und da unten der Kakashi-Typ. Wer Naruto kennt, weiß. Alter, ja, mich. Immer auf die armen ersten Plätze. Das gibt's nicht. Ist egal, das war's. Papa Dragon hat Angst gehabt. Das sage ich euch. Merkt euch das, Papa Dragon hat Angst gehabt. Merkt euch das, das müsst ihr euch merken einfach. Danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, dann liken und schreibt in die Kommentare, ob ich das vielleicht öfter dazwischen machen soll, solche Runden online mal ein bisschen zocken. Ja, schreibt in die Kommentare ja oder nein und wenn ihr Like drückt, zeigt es auch dafür, dass ich das öfter machen soll und vielleicht irgendwie zwischendurch, aber sonst Sonntag bleibt vielleicht, außer ich habe wieder keine Lust, dann
werden wir wieder also sonst werden wir wieder Zombie-Modus machen und wenn nicht, werde ich das öfter vielleicht zwischen machen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wenn es euch gefallen hat, abonnieren und so ein Zeug halt, wisst schon. In die Kommentare Verbesserungsvorschläge. Und ja, danke fürs Zusehen und ich sage nur tschüss und ja, tschüss.